Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur heutigen Ausgabe der Oberpfälzer Heimat. Ich bin heute zu Gast bei Manu Tattoo in Vilseck. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich bin heute bei dir zu Gast, weil wir über Tattoos sprechen wollen, beziehungsweise über eine besondere Form von Tattoos, von denen ich persönlich noch nichts gehört habe. Aber deine Spezialität sind polynesische Tattoos. Wenn du uns kurz zum Einstieg erklären könntest, was ist ein polynesisches Tattoo? Polynesisches Tattoo ist ein sehr traditionelles Tattoo, das von Generation zu Generation in den Südseeinseln weitergereicht wurde, diese Kunst. Die hat man entweder von Hand geklopft, heutzutage werden sie tätowiert, früher haben die sogar Walfischknochen genommen und haben daraus die Tattoo-Nadeln gemacht und haben das dann praktisch traditionell in einer Zeremonie auf den Träger tätowiert, aber immer nur dann, wenn er sich die Symbole auch verdient hat. Also nicht im Voraus als Bonus oder so. Und heutzutage ist das Ganze ein bisschen moderner geworden, man macht auch mit Tattoo-Maschine und so weiter. Aber es betrifft alle polynesischen Inseln, heißt Südsee, Pazifik, also praktisch von Hawaii den ganzen Weg rüber bis Neuseeland. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe mich in ein Tattoo verliebt und es hat mir sehr gefallen und ich wollte wissen, wer hat es gemacht, wo kommt es her, das ist ganz anders als alle anderen Tattoos. Und es hat mich dann praktisch nicht mehr losgelassen. Und es war mir dann irgendwann klar, der liebe Gott will, dass ich das jetzt mache. Und dann habe ich mich damit befasst und so viel wie es geht Infos darüber gesammelt. Aber es geht halt leider nicht, weil es gibt kaum Infos drüber. Und habe es aber dann trotzdem gemacht, so gut wie ich es halt konnte mit den Infos, wo ich hatte. Und irgendwann hat mich ein Samoaner entdeckt, der dann mich in seine Familie aufgenommen hat und mir Zugang gegeben hat zu den Symbolen und deren Bedeutung. Und dann konnte ich das richtig machen. Der hat mich dann gesegnet, dass ich es machen darf, hat mich adoptiert. Und dadurch bin ich dann in diese Sache immer weiter reingeraten. Also es war sehr ein langer Weg als Frau, sich da durchzusetzen, weil man hat halt die ganze Männerwelt gegen sich. Und ja, so bin ich dazu gekommen. Das ist eine besondere Art von Tattoo, die auch eine Geschichte erzählen soll. Wenn ich jetzt kommen würde und sage, ich hätte gern polynesisches Tattoo, soll das meine Geschichte erzählen. Wie schaffst du das, als Außenstehende, meine Geschichte mit einem Tattoo zu erzählen? Ja, du kriegst schon mal ein Beratungsgespräch, dann setzen wir uns hin, dann darfst du ein bisschen was aus deinem Leben erzählen und ich frage dich ungefähr 50 Fragen, sehr persönliche Fragen und auch ganz normale Fragen. Und aus den Antworten ergibt sich dann, auf welcher Insel du eigentlich zu Hause wärst, wenn du ein richtiger Polynesier wärst, weil je nachdem, was dir ganz arg wichtig ist, was du symbolisieren willst, da gibt es eine Insel, die hat nicht so viele Symbole, wo so viel zählt, und dann gibt es eine andere Insel, die hat halt diese Symbole, und je nachdem, je mehr Ja-Antworten ich auf Fragen kriege, wo du mir gibst, dann weiß ich, okay, du liegst eher auf Marquesan Islands, Samoa, Tahiti, Hawaii oder vielleicht auf Neuseeland. Und dann natürlich anhand von den Antworten gibt es Symbole, also wie im Chinesischen sozusagen, musst du dir vorstellen, Symbol, also voll kompliziert eigentlich, jedes einzelne Symbol, das muss alles genau perfekt stimmen, du kannst dann einfach irgendwas dazu erfinden oder so, was leider häufig gemacht wird, aber das verfälscht dann wieder die Tradition und mittlerweile fühle ich mich richtig beschützerisch für die Leute dort. Ich vertrete ja das also. Ich möchte ja auch, dass das richtig weitergereicht wird. Also, dass die Träger wirklich mit dem so rumlaufen, wie es auch sein soll in Wahrheit. Also, nicht nur rein modisch gesehen, sieht toll aus, mir gefällt das Symbol, das hätte ich gern hier oder so, das geht nicht. Weil es ist auch vorgeschrieben, wo ein Symbol zu stehen hat. Ja, zum Beispiel alle geistigen Dinge sind weiter oben, näher beim Kopf. Und andere, was du zum Beispiel hinter dir gelassen hast, kommen nach hinten und so weiter, die noch vor dir liegen, kommen nach vorne. Und so ist das ganz arg wichtig, dass man das dann auch respektiert, weil sonst gehst du irgendwann in diese Region in Urlaub und die sehen, ah, ein Mann mit einem Schutzsymbol für schwangere Frau, dann kriegst du halt Ärger. Ne? Das, dann wissen die, okay, der respektiert unsere Kultur nicht, oder der Tätowierer hat keinen Plan gehabt, was er gemacht hat. Und das ist dann halt negativ, das bringt dann auch nicht Glück. Also diese Symbole sind so ein bisschen wie Voodoo und die muss man richtig anwenden.
Sonst kann man auch mehr kaputt machen als gut machen. Ne? Ein bisschen Zeit haben wir noch, knappe Minute. Das klingt jetzt alles wahnsinnig individuell, so ein Tattoo. Also kann man wirklich sagen, dass da keins dem anderen gleicht, dass wirklich jedes einzigartig ist? Genau. Also jedes ist komplett anders. Du kannst meine Webseite anschauen, da siehst du, die 1000 verschiedene Tattoos sind alle polynesisch, aber jedes sieht anders aus. Jeder hat eine andere Geschichte. Ne? Klar hat jeder, möchte jeder Liebe und Gesundheit, dann sieht man schon, okay, das Symbol ist da auch drin. Trotzdem in der Gesamtheit sieht es komplett anders aus. Bedanke mich, dass du Zeit genommen hast, um mit mir über polynesische Tattoos zu sprechen. Wahnsinnig interessant. Man merkt auch, wir hätten jetzt wahrscheinlich noch stundenlang darüber sprechen können. Aber danke, dass du Zeit genommen hast. Danke für dein Interesse. Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich wie immer fürs Einschalten. Das war's für heute mit der Oberpfälzer Heimat. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Servus.